Das Derby zwischen dem ECC Preußen und FAS Berlin wird präsentiert vom Autohaus Mecklenburg. Sigi Sagi! Hammer Feeling, Derby gewinnen, super, immer. Ja, super. Also das war das, was wir, auf das wir die ganze Woche hingearbeitet haben. Wir haben zweimal täglich trainiert. Es ist unbeschreiblich. Derby-Siege haben immer einen ganz besonderen Stellenwert. Fröhliche Preußen überall, tönt es durch die Halle. Froher Schall, ja, Riesen-ECC-Party nach dem Derby-Sieg. Die Spiele gegen FAS Berlin, eben was ganz, ganz Besonderes. Jeder Spieler ist heiß, egal wie es gerade steht in der Saison. Jeder möchte so ein scheiß Derby gewinnen hier. Und ja, das gibt nochmal so eine extra Motivation für jeden Einzelnen. Dieses Spiel ja nicht nur der Rivalität wegen ganz wichtig vor der Partie, nämlich die Hausherren drittvorletzter mit 3 Punkten Vorsprung auf den Erzfeind, der als letzter die rote Laterne durch die Oberliga Nord trägt. Grund für die ECC-Situation ist vor allem die Chancenauswertung, auch die erste Gelegenheit. Hier der Charlottenburger bleibt erstmal ohne Erfolg. Und die Frage, geht denn das schon wieder los? Die Antwort zum Glück, nein. Diesmal überwinden die Jungs vom Glockenturm die Ladehemmung. Julian von Linden auf Michael Rennie. Und drin ist das Ding in Unterzahl. Und das gegen die ligaweit drittbeste Mannschaft mit mehr Männern auf dem Eis. Auch für die Freiakademiker diese Begegnung doppelt wichtig. Wollte man ja die lästige rote Straßenbeleuchtung endlich wieder loswerden. Damit im Hinterkopf egalisieren die Weddinger quasi im Gegenzug die Preußenführung. Nico Ehmann mit dem 1:1 Ausgleichstreffer demonstriert hier mal die Überzahlstärke. Das erste Drittel insgesamt enorm spannend und wirklich derbyreif. Hohes Tempo und einige Torraumszenen wie diese hier. Sebastian Reuter prügelt die Scheibe in die Maschen. Nochmal in der Zeitlupe genießerisch zu sehen. Wieder führt der Gastgeber, doch auch diesmal hält das nicht lange. Nils Watzke überbrückt mit einem Pass das komplette Spielfeld und Patrick Czajka schließt gekonnt zum 2:2 Ausgleich ab. Doch der Charlottenburger Revolver hat sein Pulver noch nicht verschossen. Veit Holzmann zieht nach Philipp Reuters Vorlage in Lucky Luke-Manier ab. 3:2 in Überzahl, das dann auch erstmal der Halbzeitstand. Ja, wir haben uns mal vorgenommen, ein bisschen offensiv aus Spaß zu haben, ein bisschen was zu kreieren, ein bisschen mal kreativ sein. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen in letzter Zeit, deswegen nicht die Torausbeute in den letzten Spielen. Aber heute haben wir das geschafft, heute hat man natürlich auch mal ein bisschen Glück und so kommt dann so ein Ergebnis zustande. Kreativität und Glücksbringer braucht es für den Derby-Sieg. Dieser heißt Thorsten Knippel und ist Geschäftsführer vom Sponsor of the Day, dem Autohaus Mecklenburg. Die Partnerschaft mit dem Traditionsclub nicht einfach nur reine Öffentlichkeitsarbeit. Der Hauptgrund ist natürlich, dass man selber mal Eishockey gespielt hat. Mein Verkaufsleiter, der Co-Trainer vom Verein ist Quirin Stocker, ein aktiver Spieler von Preußen. Und somit ist die Verpflichtung für uns ganz klar, wir unterstützen den Preußen. Mitgehen, mitfiebern und mitjubeln. Als Tagessponsor geht das am besten und die Jungs liefern die besten Gründe dafür. Wieder Michael Rennie in Überzahl mit dem nächsten Treffer zum 4:2. Am Glockenturm denkt keiner mehr an eine Niederlage. Spätestens nach diesem Tor hier, nach dem 5:2 durch Jan Schmidt, wittern die Fans den Befreiungsschlag aus der Krise. Für Knippel darf es noch etwas mehr sein. Na, ich hoffe, es bleibt nicht beim 5:2, sondern wir werden heute noch hoffentlich noch ein paar schöne Tore sehen und wünsche beiden Mannschaften ein tolles Spiel. Das hoffen zwar so einige, doch nach dem zweiten Pausentee ist fast sogar näher an einem Zähler dran. In doppelter Überzahl könnte nun doch noch mal was gehen. Könnte, doch tut es trotz Überzahlstärke diesmal einfach nicht. Überzahlspiel ist unser Spiel. Wir sind drittbeste Überzahlmannschaft in der ganzen Liga. Das ist eine super, super Statistik. Kam heute überhaupt gar nicht zum Tragen. Also die Stärke nicht ausgespielt und als Bestrafung gibt es dann noch den Nachschlag. Daniel Wolnineck erhöht zum 6:2, das dann auch der Endstand. Natürlich mit den Fans, dass die endlich mal wieder einen Heimsieg, einen Derby-Sieg. Das ist einfach nur
genießen wir jetzt heute, aber wir sind noch lange nicht fertig. Weil wir jetzt einmal gewonnen haben, ist trotzdem nur ein paar Spiele zu spielen und wir wollen mehr gewinnen. Wir wollen wieder da anknüpfen, wo wir am Anfang waren und wo wir phasenweise auch wieder hinkommen. Und wir sind aber jetzt, haben wir uns wieder gefangen, sind auf einem guten Weg und ich glaube an die Mannschaft, dass wir da dieses Jahr auf jeden Fall noch was reißen können. Riesenjubel und natürlich Riesenenttäuschung. Während die Hausherren feiern, heißt es für den Stadtrivalen Wunden lecken und Kopf hoch, denn bereits am Sonntag geht es gegen die Crocodiles Hamburg in die nächste wilde Fahrt. Diesmal dann beim großen Bruder, den Eisbären Berlin, in der Mercedes-Benz Arena. Wir sind dabei, wie auch kommenden Freitag beim nächsten Preußenschlager gegen die Saale Bulls aus Halle. Sigi, Sagi, Sigi, Sagi! Hey, hey, hey! Woo! Das Derby zwischen dem ECC Preußen und FAS Berlin wurde präsentiert vom Autohaus Mecklenburg.